Herr Ritter hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich mache das wahr, was Frau Blömicke gesagt hat. Ich werde die Redezeit tatsächlich ökonomisch nutzen, und zwar möglichst short, klein. Also, der Antrag Flexibilisierung der Kita-Betreuungszeit ist ein wichtiges Thema. Die CDU hat das Thema richtig benannt, richtig gesetzt. Es wird meiner Kenntnis nach auch momentan im Rahmen der Landesrahmenverträge auch verhandelt. Also es geht darum, praktisch über das Thema schon zu sprechen. Wir können darüber im Ausschuss ja noch mal sprechen. Letztes Mal bin ich beim Thema Betreuungsschlüssel von Herrn de Vries immer so gefragt worden, ja, die FDP mit unseriöser Finanzierung und sowas. Es kostet ja, glaube ich, auch Geld, wenn man jetzt möchte, dass es total flexibilisiert wird, wenn man mit den Kita-Trägern spricht. Man muss ja auch auf die, sage ich mal, zusätzlichen Betreuungszeiten Personal stellen oder vorhalten. Und das kostet nun mal Geld, das wissen Sie auch, Herr de Vries. Und dann schreiben Sie einen Antrag rein. Und das finde ich so, das sollte kein Maßstab für Ihre zukünftigen Anträge sein. Es steht da drin, ein sensationeller Satz für die Haushaltspolitik der Zukunft. Ziel muss es sein, finanzielle Belastung für die Eltern und den Hamburger Haushalt auf das erforderliche Maß zu beschränken. Wahnsinn, Herr de Vries. Und genau darüber sollten wir im Ausschuss noch mal sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass er über